Und ich zeige Ihnen, wie wir die Kartoffelröllchen machen. Haben wir jetzt hier so ein fetzendes Gerät? So, haben wir unsere Bahn. Also die Geräte gibt es von 50 Euro relativ einfach aus Plastik bis 350 Euro aus Edelstahl. Irgendwo immer im Internet. Auch sehr oft in asiatischen Läden. Ist halt eben eine interessante Sache, eine lustige Sache. Dann haben wir das Röllchen hier. Das wickeln wir jetzt auch nochmal in Folie. Und tun das zu der Keule mit in den Dämpfer. Und auch unsere Kartoffel ist gar. Die sollte man am besten einen Tag vorher machen. Die sollte man auch wirklich im Kühlschrank eine Nacht auskühlen lassen. Deswegen hatte ich eine vorbereitet. Die Ecken schneiden wir ab. Dann haben wir hier so eine richtig schöne Kartoffelschnecke. Das Kartoffelröllchen, das geht ins heiße Fett. So, dann gucken wir nach unserem Röllchen. Ja, das sieht auch gut aus. Jetzt könnte man sie so schneiden. Ich schneide sie mal so. Ja, da kann man das auch schon fast als Lauchkartoffel. Dadurch, dass es jetzt aussieht, fast wie ein weißes vom Lauch, was wir gebacken haben. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de